Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es kurz vor 17 Uhr auf der Autobahn 49 in Höhe der Abfahrt Baunatal-Hertingshausen. Ein 58-jähriger Mann kam nach Angaben der Autobahnpolizei nach rechts von der Autobahn ab, fuhr ein Autobahnhinweisschild um, überschlug sich und blieb dann auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Die Feuerwehr Baunatal musste den im Fahrzeug eingeklemmten Mann befreien. Der Verletzte wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum nach Kassel eingeliefert. Durch Zugang durch die Fahrertür wurde dann aufgeschnitten mit hydraulischem Rettungsgerät, konnte dann der Patient gerettet werden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte die Ursache der einsetzende Regen und nicht angepasste Geschwindigkeit sein. Hinweise auf einen technischen Defekt oder schlechte Reifen gab es nicht. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen fast neuen BMW der Dreierreihe. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 56.000 Euro. Zum Einsatz kamen neben Notarzt und Rettungswagen die Feuerwehr Baunatal mit 25 Einsatzkräften. Der eingesetzte Rettungshubschrauber Christoph 7 wurde nicht benötigt. Die Sperrung der Autobahn in Fahrtrichtung Kassel wurde gegen 18 Uhr aufgehoben.